Oh, ist das süß. Endlich sind alle da. Ich habe vergessen, wie ich gesprochen habe. Das sind meine Freunde, Herr Marienkäfer und Herr Haselnuss. Oh, den unsichtbaren Hamster von Herrn Haselnuss darf ich natürlich nicht vergessen. Der Hamster ist nicht unsichtbar, sondern imaginär. Und das dort ist irgendeine, die ich nicht kenne. Ja. Freut mich, Sie kennenzulernen. Habt ihr alle die Teetassen mitgebracht? Ja. Natürlich. Und wer hat den Tee? Ich hab ihn nicht. Und ich hab nur Teegebäck mitgebracht. Oh nein, der Topf ist leer. Jemand muss das Gebäck gegessen haben. Und das war bestimmt der Hamster. Nein, der Hamster hat ein Alibi. Er ist die ganze Zeit in meinem Kopf Hamsterrad gefahren. Unser Gast ist schon enttäuscht. Du musst dich schnell aufheitern, Herr Marienkäfer. Erzähl uns eine Geschichte. Na, das mache ich gerne. Wusstet ihr, dass ich damals Bürgermeister einer kleinen Wiese gewesen bin? Ich lebte mit meiner Frau Gemahlin in einem kleinen gemütlichen Schuh. Ja, früher war das Leben noch einfach. Ach, damals, vor 10 Jahren. Wieso vor 10 Jahren? Du hast doch gesagt, es wäre früher. Es wäre früh her, genau. Wenn es vor 10 Jahren war, dann müsste es doch spät her sein. Dann sind die guten alten Zeiten noch gar nicht vorbei? Nein, sie haben erst angefangen. Oh mein Gott, jetzt kommt mal auf den Punkt. Ich möchte Tee und Gebäck. Immer noch nicht zufrieden? Erzähl doch mal etwas über dich. Wirklich? Naja, ich bin mehr oder weniger eine, Prinzessin. Oh mein Gott, eine Prinzessin, dass ich das noch erleben darf. Die gegen einen bösen Zauberer kämpft. Oh mein Gott, ein böser Zauberer. Wie aus dem Buche. Sie ist verrückt. Und ab. Jeder weiß, dass es keine bösen Zauberer gibt. Ja, manchmal denke ich auch, dass ich verrückt bin. Aber sag mal, habt ihr zufälligerweise eine Schülerin in meinem Alter gesehen, die einen roten Umhang trägt? Der Hamster hat sie gesehen, hat so eine ähnliche Braut gesehen. Doch, ja. Sie ist mit dem Sohn vom Direktor gekommen. Dann ist sie wirklich hier? Entschuldigen Sie mich bitte. Nicht so schnell, junge Dame. Haben Sie unser Gebäck? Was habe ich gesagt? Die Wache ist nicht mehr da. Das ist mein historischer Augenblick. Alter Schwede. Das Irrenhaus geht irre auf die Stimmenbänder. Die Stimmenbänder, genau. Denn ich habe mehrere. Natürlich habe ich mehrere. Wie gefällt dir die Party? Macht sie dir Spaß? Also, wenn ich ehrlich bin, finde ich sie ein wenig unheimlich. Das kann ich gar nicht verstehen. Das sind doch nur Rattenköpfe. Oder Wolfsköpfe. Ist es denn in Ordnung, im Krankenhaus einfach so eine Privatparty zu feiern? Das Krankenhaus gehört meinem Vater. Der hat nichts dagegen. Ich meine eher wegen der Patienten. Mach dir darüber keine Gedanken. Melissa, was machst du denn hier, Alicia? Lass dich von dem bloß nicht um den Finger wickeln. Dieser Wolf in Menschengestalt will dich nur ausnutzen. Wenn jemand auf der Schule ein Wolf ist, dann dieser Julian. Ich bin eher ein Fuchs. Lass Julian aus dem Spiel. Melissa, bitte hör auf mich. Er ist wirklich ein böser Wolf. Selbst wenn ich es wäre, was willst du tun? Ich werde gegen dich kämpfen. Was aber... Das ist in der Tat eine gute Frage. Er ist letztendlich ein Mensch, der vom Zauberer nur manipuliert wird. Du kannst ihm mit der Muskete nichts anhaben. Außerdem darf eine Prinzessin nicht einfach so töten, das weißt du ja. Ich warte auf eine Antwort. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Wie wäre es mit Weglaufen? Vielleicht gelingt es dir, den wahren Wolf hervorzulocken. Und was ist mit Melissa?
so wütend, wie du ihn gemacht hast, wird er sich wohl erst um dich kümmern. Auf solche Spielchen habe ich keine Lust. Dann bleibe ich eben hier bei Melissa. Oder auch nicht. Was jetzt? Versuch ihn aus der Gefecht zu setzen. Vielleicht kriegst du dann die Tür auf. Aber was ist, wenn ich mich verletze, wenn ich ihn verletze? Ach, der ist her, als er aussieht. Aber nicht meine Stimme, verfluchte Scheiße, ist das anstrengend. Und die Sache ist, über die Winterzeit... Ein rutschiger Gelbeutel, okay. Über die Winterzeit bin ich grundsätzlich immer irgendwie erkältet. Ah, Dodge. Und hier unten ist noch was. Oder auch nicht. Dodge! Oh, ganz mir nichts! Ja, nee. Au. Ja. Mal schauen, wie lange ich für diesen Boss benötige. Dodge. Das war unfair. Kann ich nicht einfach fliehen? Moment. Ja. Ah. Ein brennender Mülleimer. Gut, ja, das kriegen wir hin. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Ah, Moment. Das wird nicht einfach. Ja, nee, ist klar. Ich check's nicht. Ja, ich möchte ihn nicht verletzen, deshalb fackel ich seine olle Frisur ab. Ja, Alicia, ja. Wir wissen Bescheid. Du bist schon sehr einfühlsam. Gut. Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Aha. Och komm. Du bist ein Vollidiot.
Wie soll man das machen? Moment. Ich würde es gerne, ich verstehe nicht ganz, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Ja. Weil das ist eigentlich die einzig logische Tat, die wir ausführen können. Ne? Jetzt vielleicht? Nö. Wir kriegen das hin. Wenn er wieder aufsteht. Und dann steht er wieder auf. Ist das ein Bug? Ist es irgendwie ein Bug, dass er dann nicht mehr aufsteht oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, ob es gerade an mir liegt. Ansonsten werde ich nochmal in den Walkthrough schauen. Okay, geht doch. Geht doch.